herzlich willkommen zurück hier zu einer weiteren Folge Oberzock Cities Skyline. So, wir waren jetzt dabei. Hier mal ein bisschen was wegzuarbeiten. Vielleicht nur ein bisschen was erstmal. Dass wir vielleicht erstmal die ganze kleine Ecke hier vorne wegbekommen. Gut, wir haben natürlich eine große Nachfrage. So, hier entstehen jetzt auch gleich Bürogebäude. Die Hochgebildeten. Dann kriegen wir nämlich. Wir haben doch eigentlich ungebildete Leute, oder nicht? Okay, sind wahrscheinlich. Ja, die sind alle hochgebildet. Das ist natürlich schwierig. Ein überqualifizierter Arbeiter. Ja, wir haben halt Schwierigkeiten. Wow, Alter, das Flugzeug, das macht aber richtig Power. Oh, die ganzen Donutwagen, ja, hier ist einfach alles verstopft. Ich würde ganz gerne wissen, wo möchtest du denn hin zum Beispiel? Besitzer Speckerei kehrt zur Einrichtung zurück. Erwachsene, ungebildet, hochgebildet. Nicht genügend Verkaufswaren. Pass auf. Dann versuchen wir es jetzt mal so. Dass die eventuell hier rausfahren können. So. Bestattungswesen. Kranke Bürger, deutlich besser geworden. Verstorbene, die sind noch am Arbeiten und versuchen die alle noch ja, einzusammeln. Beende mal da dort die Leerung. So, und wir wollen. Was ist das hier? Geschlossen wegen. Large Recycling Center.
Okay, das ist interessant. Oh Mist. Die Sägemühlen haben nicht genug. Ich glaube, ich habe da eventuell was vergessen. Ja, eventuell habe ich dort was vergessen. Und zwar. Standteilung, Arbeiterunterkünfte, nein. Sägemühle habe ich, Biopellet habe ich. Kleiner Holzplatz. Ein Holzspänelager zum Beispiel. Kleine Holzplätze. Also als Zwischenpuffer. Sägemühle, 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 Biopellet, 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 Holz, Wertstoff. Biopellet, Holz, Wertstoff. So eine Papiermühle habe ich noch gar nicht, ne? Holz, Wertstoff haben wir. Biopellet haben wir. Sägemühle. Nee, so eine Papiermühle haben wir noch gar nicht. Jetzt können die hier Rohholzprodukte zwischenspeichern. Und dann sollte man da auch wieder was haben. Hier kriegen wir jetzt die Hochgebildeten rein, ne? Keine Nachfrage nach Wohngebieten. Warum nicht? Wir haben arbeitslose Bürger 15%. Aber haben. Pass auf, das sind die ganzen. Hochbetagten, nicht hochbetagten, aber die ganzen Überqualifizierten, die brauchen Arbeitsplätze. Aber ich denke mal, dass die ganzen Arbeitslosen stellen. So, wir haben auch 1,4 Millionen. Das heißt, wir könnten jetzt mal sagen, machen 60.000 Gewinn. Nur 62. Mhm. Okay, der Nahverkehr macht ordentlich Minus. Das landwirtschaftliche Gebiet macht Plus. Holz macht Minus. Erz haben wir nicht, Öl haben wir nicht. So, Wald macht ordentlich Plus.
Gros kommt jetzt. Dichte Besiedlung, die haben wir auch. Und unser meistes Geld kommt halt nun mal aus den Wir gehen mal ein bisschen runter. Machen dadurch jetzt natürlich bedeutend weniger Einnahmen. Aber der hier macht halt auch keinen. Okay, Strom. Mal weg. Ganzen Kram. Mal einen Tuckel noch weiter nach hinten verlegen. Nach da verlegen. So, jetzt könnte es natürlich durchaus passieren, dass wir jetzt hier gleich ja eine dicke, fette Welle reinbekommen. Aber es kommt dann hier unten mal wieder ein bisschen Wasser. So, und der haut nämlich jetzt auch 128 Megawatt raus. Oh, warte mal. Was hier für eine Welle kommt jetzt. Auch hier riesen Wellen und riesen Bewegung jetzt drin. Das Ding ist völlig überflutet. So, der prügelt jetzt natürlich einiges raus. Damit sollten wir... Nein, Müll nicht, Verschmutzung. Damit sollte sich jetzt hier auch wieder einiges bewegen. Und eventuell sollten wir hier hinten mal wieder einen Fluss reinbekommen.
das ist ja einfach nur noch ja, nichts. Ihr lasst aber jetzt ordentlich was durch, ne? Wir warten das mal ab, wie das da so funktioniert. Besitzer große Teile liefert. Besitzer große Scheune liefert an Agrarprodukte an Speckerei. Okay, wir bekommen jetzt hier wieder was rein. So, Arbeitslosigkeit 16%. Ungebildet steigt wieder. Raus damit. Rein damit. Ein riesengroßes Büroviertel kommt jetzt hierher. Verbindung. Oh ja, 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 sieht sehr gut aus. Perfekt. Du wurdest hier verlassen, Talresidenz. Passiert. Polizeiwache hat keinen Strom. Geschnittenes Obst hat auch keinen Strom, aber ihr solltet eh verschwinden. So, weil jetzt werden nämlich hier die ganzen gebildeten Arbeiter reingeschmissen. Damit sollten wir bei der Bevölkerung ja, nicht genügend Verkaufswaren. Das liegt halt daran, weil hier die ganze Geschichte sowas von dermaßen überlastet ist. Vorfahrtsstraße bis nach ganz hinten durch. Ihr habt jetzt komplett Vorfahrt. Mal gucken, ob wir es jetzt hinbekommen. 22% waren wir eben. 21. Wir kommen tiefer. Aber wir müssen unsere kompletten Kräfte, die halt jetzt zum Beispiel hier überqualifiziert sind, wie zum Beispiel jetzt hier haben wir 812 überqualifizierte Arbeiter.
Da ist natürlich so ein Gebiet hier. Eine Optimalversorgung. Um da halt mal was hinzubekommen. Was habt ihr für Probleme? Kein Platz mehr. Müllfahrzeuge in Verwendung. Voll, 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 voll. Ihr hier drüben. Es ist ja ein Holzgebiet. Aber wir haben halt noch zu viel Luft hier vorne. Sonst hätte ich gesagt, ich nehme jetzt das hier auch alles komplett weg. Vor allem wir müssten... Nein, das war der falsche. Wir müssten halt auf 65.000 Leute hoch. Vielleicht bauen wir das dann irgendwann nochmal um. Zum Ausfüllen der Ziele mit der sekundären Maus. Deswegen zur Farbimmunität das einzige mit der primären Maus. Genau so möchte ich das haben. Alles hier schön einebnen. Erde. Die müssen wir mal loswerden. Ebenen wir jetzt hier mal komplett ein. Gib mal hier ein bisschen Erde. So. Den Berg müssen wir noch wegkriegen. So, einmal komplett hier durch. Erde. Das kostet natürlich einiges, ne? Eben
dabei, eine Million ausgeben für so ein Aufschüttungsprojekt hier. Aber die hier sind definitiv sicher vor irgendwelchen Naturkatastrophen, die vom Wasser halt ausgehen. Haben wir natürlich hier immer noch so einen Riesenberg in der Mitte. Ob wir den auch wegbekommen hier mit dem Kram, was wir jetzt hier noch ausschütten müssen, das könnte schwierig werden. Wir kommen nämlich jetzt da schon Grenzen des Machbaren von dem Fluss hier. Das wird natürlich eine ordentliche Steilküste. Müssen wir mal gucken, ob das dann überhaupt noch gut aussieht. Okay. Das schauen wir uns dann gleich mal im Hellen an. Wasser, Wasser, Wasser. Da kommt auch Wasser an. Das ist ja sehr schön. Und du produzierst hier mittlerweile 500 und ziehst schön die Verschmutzung raus. So, 21% noch. Gewerbegebiete haben. Dann solltet ihr vielleicht erstmal eure vorhandenen Gewerbegebiete hier komplett nutzen. Immer noch keine Nachfrage nach Wohngebäuden. Klar, wer zieht schon freiwillig in eine Stadt, die eine Arbeitslosenquote von über 20% hat? Kann ich verstehen. Aber umso mehr wir jetzt hier in Lohn und Brot bekommen in Richtung... Alter, hört mal auf zu schreiben jetzt hier. So, in Richtung... Wir hatten hier 25, 25, 25, über 25. Also ungebildete steigen jetzt, hochgebildete. Hört mal auf. Weiter steigen lassen können, wäre es natürlich nicht schlecht. Aber okay. Wie gesagt, es sieht jetzt gut aus. Wir sind schon wieder weit drüber. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. Ich freue mich und sage tschüss. Bis zum nächsten Mal.